Oder anschließend bei der Frau Bürgermeisterin. Ich glaube, dass es durchaus unterschiedlich ist, ob man eine kleinere Gemeinde ist mit entsprechenden Gemeindekompetenzen oder so wie Linz, Wels und Steyr als Statutarstädte auch Bezirksfunktion haben. Das heißt, Linz ist ja nicht nur Gemeinde, sondern auch Bezirksverwaltung. Und von der Größe her unser Budget der Stadt ohne städtischen Betriebe sind 700 Millionen Euro. Wir haben Beschäftigte zusammen, also der Magistrat, quasi die Stadt im engeren Sinn plus alle städtischen Unternehmungen zusammen, 10.000 Beschäftigte. Investitionen zwischen 350 und 450 Millionen jährlich. Und dass man so ein Gefühl dafür hat, was die Beschäftigten betrifft, sind beim Magistrat selbst rund 1200 Beschäftigte, die quasi zur Erhaltung des öffentlichen Guts da sind, beziehungsweise Bezirksverwaltung und Stadtverwaltung machen. Wir haben 1000 Beschäftigte in den Kinderbetreuungseinrichtungen. Dann kommen noch 200 Musikschullehrerinnen und Lehrer dazu, 100 Feuerwehr, noch immer nur Männer. Haben im Krankenhaus rund 2700 Beschäftigte, in den Seniorenzentren der Stadt Linz ungefähr 900 Beschäftigte und der Rest ist halt primär dann einige kleinere Gesellschaften wie das Ars Electronica Center oder das Design Center, aber der große Brocken ist dann die Linz AG, die gesamte Daseinsvorsorge für die Stadt durchführt, auch über das Stadtgebiet hinausgeht, also die berühmte Bundesstraße, ein trennendes Gebiet. Südlich ist die Energie AG, nördlich ist die Linz AG, also die Linz AG hat Strom, Gasversorgungen auch über das Gemeindegebiet von Linz hinaus und hat auch im Wesentlichen zum Beispiel die Aufgabe, den öffentlichen Verkehr in Linz sicherzustellen, damit man ein Gefühl hat, das Defizit des laufenden Betriebs der Straßenbahnen, Busse, O-Busse beträgt 35 Millionen Euro. Die werden durch die Überschüsse aus den Sparten Wärme und Strom querfinanziert. Ansonsten müssten diese 35 Millionen Euro ohne Investitionen aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. Das wäre auch für Linz unmöglich. Aber wir haben eine, im Vergleich halt zu anderen Gemeinden, eine starke Ausgliederung in städtische Gesellschaften, wo dann Stadtsenatsmitglieder bzw. Gemeinderätinnen und Gemeinderäte in den Aufsichtsräten tätig sind und dort die entsprechende Rückkoppelung versuchen sicherzustellen in die Politik. Was die Handlungsfähigkeit, glaube ich, generell der oberösterreichischen Gemeinden betrifft, hat es heute eine Initiative von Bürgermeistern gegeben. Was ist denn tatsächlich an Spielraum überhaupt gestaltbar? Und das Problem ist, wenn man das Beispiel Linz hernimmt, wir haben rund 215 Millionen Euro Einnahmen aus den Bundesertragsanteilen, also aus den Bundessteuern und liefern wieder 100 Millionen, also fast die Hälfte, retour in Form von Transferzahlungen an das Land Oberösterreich, also Krankenanstaltenfinanzierung, Landesumlage etc. Und bevor man da über Bürgerhaushalte etc. diskutiert, glaube ich, müssen wir in Österreich einmal diskutieren, ist die Aufgabenzuordnung und die Entscheidungskompetenz und die Finanzierungsmöglichkeit auf einer Ebene.
kann ich diese drei Funktionen auf einer Ebene steuern. Und unser Problem ist, dass wir zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sehr viele Verflechtungen haben. Insbesondere die Bundesländer, die Gemeinden schwerst diktieren. Derzeit gibt es ja gerade wieder eine Ausarbeitung der Gemeindeordnung und der Statute der Statutarstädte. Das wird der Weg in die Knechtschaft. Da fragt man sich dann, ob überhaupt noch demokratische Wahlen einen Sinn haben, wenn demokratisch legitimierte Politikerinnen und Politiker dann zu den Landesbeamten gehen müssen und sich dann die Projekte genehmigen lassen müssen. Das heißt, da beherrscht die Verwaltung die demokratisch legitimierte Politik auf der Gemeindeebene. Und ich glaube, dass der erste Schritt sein muss, dass die öffentlichen Hände, insbesondere die Gemeinden, wieder den finanziellen Spielraum bekommen, damit die demokratisch legitimierten Entscheidungsträger auch tatsächlich entscheiden können. Frau Kollegin Böcker, wird es nicht anders gehen, wenn man tatsächlich schaut, was man wirklich in einer Gemeinde noch entscheiden kann? Gibt es in Oberösterreich Gemeinden, die über 500 Euro im Jahr frei entscheiden können und sonst nichts? Also wenn man die 700 Millionen Euro Budget der Stadt Linz hernimmt, wenn ich ein Siebtel gesetzliche Verpflichtungen habe, an das Land Oberösterreich zu zahlen, dann habe ich schon mal ein Siebtel von meinem Haushalt nicht steuerbar, nicht entscheidbar. Dann hat man als Bezirksverwaltungsbehörde oder Bezirk auch gesetzliche Vorschriften oder auch als Gemeinde gesetzliche Vorschriften, die zu erfüllen sind, also der gesamte Sozialbereich, das heißt der Bereich der Seniorenzentren oder der Seniorinnenversorgung ist eine fixe Aufgabe. Da brauche ich nicht diskutieren darüber, ob ich zu pflegende Menschen versorge oder nicht, sondern ich muss nur schauen, habe ich die notwendigen Strukturen und Kapazitäten, damit ich diese Aufgabe erfüllen kann. Und so gibt es eine Reihe von Budgetbereichen, wo die Steuerbarkeit bei Null ist, sondern die gesetzlichen Verpflichtungen gegeben sind. Gleiche gilt, man de facto kann ich sagen, ich mache keine Kinderbetreuungseinrichtungen, das wird sich aber sinnvollerweise keine Gemeinde entscheiden trauen. Aber wenn wir in Linz tausende Kinderbetreuungsplätze zu finanzieren haben, ist das auch schwer steuerbar und es ist nur die Diskussion, wie rasch und wie groß ist der Ausbau dieser Betreuungseinrichtungen. Und ich glaube, dass man über Bürgerbeteiligung und Bürgerinnenbeteiligung diskutieren muss. Ich glaube, dass es viel sinnvoller ist, projektorientiert die Bürgerinnen und Bürger entscheiden zu lassen. Und das geschieht in Ottensheim genauso, wenn man Projekte vorstellt oder wenn ich ein Projekt mache. Wie schaut die Pflasterung der Landstraße in Zukunft von der Mozartkreuzung bis zum Neuen Musiktheater aus? Dann wird auch mit Anrainerinnen, mit den Vertretern der Kammern etc. diskutiert und versucht, einen gemeinsamen Weg offen zu legen. Mein Vorschlag wäre, dass man große Projekte durchaus zur Abstimmung bringen kann und man gleichzeitig auch die Möglichkeit schafft, dass die Bürgerinnen und Bürger über die Finanzierung dieser Projekte abstimmen. Also man könnte, zum Beispiel wenn man in Linz über eine zweite Straßenbahnachse diskutiert und davon ausgeht, dass das Gesamtinvestment an die 300 Millionen Euro ist, dass man die Bürgerinnen und Bürger abstimmen lässt, ob es analog zum Bundesland Wien statt der U-Bahn-Steuer eine Straßenbahnumlage gibt. Das wird dort im Rahmen der Kommunalsteuer auch abgerechnet und dann habe ich einen zusätzlichen Finanzierungstopf und die Bürgerinnen und Bürger können entscheiden, will ich dieses Projekt und wenn ich es will, dann muss ich auch entscheiden, wie es finanziert werden soll. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man den Kommunen bestimmte Steuer- und Abgabentatbestände im Rahmen des Finanzausgleichs sichert und die Gemeindepolitikerinnen und Politiker können dann mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren und entscheiden, wenn wir dieses Projekt machen,
dann ist das quasi ein Sonderprojekt, das zu finanzieren ist, und wir heben dafür befristet eine Abgabe auf irgendwas ein. Also ein Abgaben- und Steuerfindungsrecht für die Kommunen, aber das zweckgewidmet für befristete, klare Projekte, dass das Ganze nicht in der Bürokratie dann wieder verschlungen wird. Und dann können die Bürgerinnen und Bürger sowohl über Investitionsprojekte abstimmen und andererseits auch müssen sie dann auch Ja sagen zu bestimmten Finanzierungsformen. Denn das Problem ist, man erlebt es als Finanzreferent, der Frau Kollegin Böcker wird es ähnlich gehen. Die Weltmeister sind ja die anderen Kolleginnen und Kollegen, weil die können das Geld ausgeben, und die Finanzreferentin oder der Finanzreferent muss sicherstellen, damit die anderen das Geld ausgeben können. Aber dass man diesen Konnex zwischen Entscheidungskompetenz, Aufgabenorientierung und Finanzierung auch über direkt demokratische Instrumente schafft und verknüpft, und sollte man auch über die österreichische Verfassung und die Zuordnung der einzelnen Aufgaben auch diskutieren. Es sollen die Länder Aufgaben der Länder erledigen und sollen die Gemeinden in Ruhe lassen, und die Gemeinden sollen ihre Aufgaben erledigen und sollen auch die hundertprozentigen Finanzierungsmittel dazu haben, diese Vernetzung bei uns. Die einen schaffen an, ohne die Finanzmittel mitzugeben, und am Ende landet dann immer alles bei den Kommunen. Also dass man über solche Einbindungsprozesse und Abstimmungsverhältnisse unterscheidet. Was wir planen und vorschlagen werden, dass das Statut der Stadt Linz geändert wird, dass es erstens leichter ist, zu Volksbefragungen zu kommen. Das heißt, dass man nicht wie heute 3000 Unterschriften sammeln muss, um zu einer Volksbefragung zu kommen, sondern dass man diese Grenze in etwa so weit absenkt, wie viel Stimmen ich bei einer Wahl für ein Gemeinderatsmandat brauche. Das Zweite ist, dass fix verpflichtet werden soll, wenn es eine Volksbefragung oder Volksabstimmung gibt zu einem Gemeindethema, wenn 25% der Wahlberechtigten das zur Abstimmung vorgelegte Projekt gutheißen oder ablehnen, dann muss das auch verpflichtend für die Gemeinde sein. Also da geht es nicht darum, dass man sagt, es müssen mindestens 50% Beteiligung bei einer Volksbefragung oder Volksabstimmung sein, sondern dass man es fixiert. Der Gemeinderat muss sich an ein Bürgerinnenvotum halten, wenn 25% der Wahlberechtigten das Votum in die eine oder andere Richtung abgegeben haben, dann ist es nicht mehr zu disponieren, sondern muss umgesetzt werden, sodass man versuchen muss, hier die direkten demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Das heißt, dass sie auch etwas auf die politische Agenda heben können. Und andererseits glaube ich wirklich, dass man stärker Projekte abstimmen lassen muss und auch mit der notwendigen Finanzierungskomponente. Die Beteiligung an der Budgeterstellung, ob einer bestimmten Größenordnung einer Gemeinde, kann ich mir eher schwierig vorstellen. Man müsste auch hier vielleicht Instrumente schaffen, dass eine bestimmte Mindestzahl an Wahlberechtigten eine Initiative setzt, die dann, wann ein bestimmtes Niveau erreicht wird, dann verpflichtend ins Budget geht. Wie schaut bei uns der Budgetierungsprozess aus? Der fängt März, April des laufenden Jahres an, sind die ersten Beamtenrunden bis im Juni, dann wird der Eckwert für die einzelnen Geschäftsgruppen der Stadt Linz festgelegt. Das läuft dann bis Ende August, Anfang September, und ab Mitte September beginnen dann die politischen Verhandlungen. Das heißt, jede Stadtsenatsmitglied verhandelt dann mit dem Finanzreferenten das Budget. Da hat man dann
irgendwie immer sehr lustige, unter Anführungszeichen, Erlebnisse, dass die Bürokratie dann versucht, wieder die politischen Referentinnen zu instrumentalisieren. Das heißt, der Gruppenleiter als oberster Beamter stimmt seinem Beamtenbudget zu und der Dienststellenleiter oder Dienststellenleiterin unterläuft ihn dann von unten via Stadtsenatsmitglied und man kriegt das, was eigentlich der Gruppenleiter schon geklärt hat, dann über die politischen Referenten zurück. Aber das ist ein Spiel, das jeder kennt. Und in diesem Prozess der Verhandlungen stehen wir derzeit. Wir haben noch Zeit bis Ende nächster Woche, weil dann laufen die gesetzlichen Fristen, was die Auflage des Budgets betrifft. Das muss ja öffentlich aufgelegt werden und die Bürgerinnen und Bürger können dann Anmerkungen oder Forderungen zum Budgetentwurf machen. Die Punkte müssen dann dem Gemeinderat vor der Beschlussfassung des Budgets vorgelegt werden. Das hält sich aber auch in Grenzen, was die Anmerkungen betrifft. Bis 2003 war das primär die KPÖ. Seitdem sie im Gemeinderat ist, macht auch die KPÖ keine Anmerkungen mehr. Das heißt, das von den Bürgerinnen und Bürgern kommt da wenig, aber da muss man sich auch Unterstützung überlegen, dass man eben elektronische Medien nutzt. Das sind wir dabei zu entwickeln, damit der Zugang leichter ist. Das Problem ist dann nur, wie sichere ich, dass die soziale Schichtausgewogenheit bei diesen Entscheidungen gegeben ist. Also wir haben jetzt die erste Bürgerbefragung, die so alle 4 Jahre in Linz läuft, die erste, die elektronisch läuft. Und heute haben wir die ersten 1000 Zwischenauswertung bekommen. 30% Akademikerinnen und Akademiker. Das heißt, es hat mit der Repräsentativität der Linzer Bevölkerung überhaupt nichts zu tun, sondern da gibt es auch die Bildungszugänge, die sozialen Barrieren bei der Nutzung dieser Instrumente. Und da muss man sich auch Mechanismen überlegen, dass nicht eine Minderheit dann bei der Nutzung solcher Instrumente über die Mehrheit regiert. Aber man soll, glaube ich, sehr flexibel über demokratische Beteiligungsinstrumente nachdenken und sie auch sichern. Zum Schluss noch, ich halte von dem Begriff Zivilgesellschaft nichts in Demokratien, weil das Gegenteil der Zivilgesellschaft ist die Militärgesellschaft. Ich erlebe das häufig, dass sich unter diesem Begriff Einzelinteressen organisieren, die keine demokratische Legitimation haben, aber dann auf einmal für die Zivilgesellschaft, was immer die dann ist, auftreten. Ich glaube, dass der Begriff Zivilgesellschaft in Diktaturen wichtig ist, wo es keine demokratischen Verhältnisse gibt. Die Trennung so quasi, da ist irgendeine politische oder autoritäre Gesellschaft und da sind die guten Bürgerinnen und Bürger in der Zivilgesellschaft. Also so wie es ich erlebe, dient der Begriff, ist der Begriff sehr häufig eine Lehrformel in der öffentlichen Diskussion, wenn es nämlich um europäische Staaten geht. Da sage ich, das sind Bürgerinitiativen der richtigere Ausdruck. Und wie es ich persönlich erlebe, verstecken sich viele Lobbyisten, nämlich auch im positiven Sinn, wenn es um Kulturinitiativen geht etc., das ist ja legitim. Aber die treten dann als Zivilgesellschaft auf. Nicht? Wenn sich 5 Architektinnen und Architekten treffen und sagen, kommen zu mir, Sie möchten jetzt bei der Neugestaltung der Tabakfabrik jetzt als Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft mitreden, dann muss man die Frage stellen, wie groß ist Ihre Zivilgesellschaft? 10, 100, 2000? Also ich sage, es gibt in der Demokratie den Souverän, das Volk, die Bürgerinnen und Bürger und denen muss man formalrechtlich sehr viele Direktbeteiligungsmöglichkeiten sicherstellen, weil der Rechtsstaat und die Demokratie hat sehr viel zu tun mit formalisierten Abläufen und definierten Abläufen. Und da, glaube ich, haben wir in Österreich auch sehr viel Arbeit.
nachdem Berlin-Charlottenburg eine Partnerstadt der Stadt Linz ist. Ich denke, es ist auch überhaupt kein Problem, die Ausschüsse für die Bürgerinnen und Bürger zu öffnen. Sie müssen aber dann anders ablaufen als heute, weil zum Beispiel eine Stadtsenatssitzung in Linz, wenn nicht irgendein ganz heikles Thema ist, dauert ungefähr 5 Minuten. Da sagt jede Staatssenatsmitglied, ich ersuche um Zustimmung zu meinen Anträgen. Und wenn die EU es klar ist, also in der Regel 5 Minuten Staatssenatssitzung, weil ja die Dinge anders diskutiert werden und anders vorbereitet werden. Also dann heißt das natürlich, dass auch die Sitzungskultur eine andere werden muss, was auch nichts macht. Aber die Öffnung der Ausschüsse ist kein Problem. Die Frage ist nur, was man sicherstellen muss, sind Grund- und Freiheitsrechte Dritter, die betroffen sind, wenn in Sitzungen oder bei Entscheidungen über sie entschieden werden. Aber ich glaube, das lässt sich auch sicherstellen. Und im Übrigen geht sowieso alles an die Medien. Was zum Teil wirklich nämlich für Betroffene ein Problem ist. Nicht? Nur ein Beispiel, wenn der künstlerische Leiter oder Leiterin ausgeschrieben ist für das Brucknerhaus, die Liefer, und es bewerben sich eine Reihe von Personen und es wird Geheimhaltung vereinbart, aber irgendjemand gibt die Namen an die Medien, haben vor allem die oder haben einige von denen natürlich riesige Probleme beim Arbeitgeber, weil die anderen, die sie ja zum Teil aus internationalen Bereichen beworben haben, liest dann der Arbeitgeber in der Zeitung, hört die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter will sich von mir trennen und verabschieden. Da muss man Grund- und Freiheitsrechte im Verfahren sicherstellen. Also zusammengefasst, ich glaube, dass wir sehr viele direktdemokratische Instrumente weiterentwickeln müssen, dass wir aus meiner Sicht zumindest bei einer Größenordnung von Gemeinden viel mehr projektorientiert direkte demokratische Instrumente nutzen müssen und erleichtern müssen und dazu immer auch die Finanzierungskomponente mitgestalten. Warum sollen Bürgerinnen und Bürger nicht über bestimmte Abgaben und Steuern selbst entscheiden können, nämlich zweckgebundene. Vielleicht steigt dann auch die Legitimation der politischen Systeme, die ist ja nicht ganz großartig derzeit in Europa.